Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht mitgerechnet, weil du es ja eigentlich genau im Blick hattest. Gerade noch so. Na, Scheiße, ich komm nicht rüber. Kacke. Irgendwas zu essen ich bin bei. überladen. Scheiße. Dauerzustand hier. Die nehmen wir mit. Och Mädels, lasst mich doch in Ruhe. Im Oder Camp kommt nach und ist nach. Zu trinken und zu essen für euch. Danke. Das kommt genau richtig. Hm? Kann ich mich nur anschließen? Hm. Haben wir noch Wasserdosen? Nee. Ich hab alles reingepackt. Ich hab drei Dosen noch. Wir sollten hinmachen. Wow, Stahlbarren. Wow. Wo ist denn jetzt mein? Wo mach ich die hin? Küchenkiste. Wo ist die denn? Neben dem Campfire. Ah, okay. In der Küche, in der Kiste. Hast du schon einen Eisenschläger? Da ist noch einer irgendwo. Ich will auch einen Eisenschläger. So, trinkt das gut. Also den kannst du jetzt auch schon machen. Oh, Geier! Den kannst du ab Anfang an machen. Ja, aber... nicht so was... nicht so was Kleines. Willst du mich ins Grab bringen? Das macht der da hinter mir. Besser ich als der Geier. Der war schon tot. Wie du geschossen hast, war er schon tot. Also ich perke jetzt Garten, nur zur Info. Okay. Das ist super. Das freut mich. Wer war Schmiede? Ayo, willst du noch weiter Essen machen? Mieder haben wir beim Händler. Also irgendjemand müsste noch 5 Zombies killen, dann könnte ich schon mal Level 2 vom Garten machen. Da ich so oder so mich meistens im Schneebium auf Zombiejagd begebe... Mucki, rechts von dir! Danke. Die Gartensachen mache ich mal da in die untere Kiste. Richtung Osten. Und da recht viele Hirsche sind, kann ich immer wieder Futter mitbringen. Das ist gut. Krause, wenn du dann deine Maiskolben. Ach, Maiskolben, ja, ich komme gleich nach Hause. Ich wollte es nur sagen. Also nicht. Mein Gott, ja. Leute. Da in die zweite Kiste, untere von Richtung Osten. Die schlucken aber Pfeile oder sonst was, ne? Ja, das ist nicht mehr normal. Ich dachte, du hättest das ausprobiert. Wie teuer sind doch, Spikes? Doch, das schon bewusst. So überrascht zu tun? Sind die Spikes immer noch so teuer wie vorher? Ja. Okay. Ich dachte vorhin schon. Spikes sind aber gut, Alter. Wie gesagt, die Holzspikes sind scheiße. Die müssen wir bloß so schnell wie möglich upgraden. Ja, aber für einen Anfang. Schlecht. Für einen Anfang. Besser als gar nichts, ja. Ich habe 39 Steinblöcke. Hier ist ein Loch. Wollen wir zuerst das Eisen einschmelzen oder wollen wir zuerst das behausungsmäßige etwas umfrieren? Das klappt auch. Ich würde ganz gerne. Ach Mann, ey, du Vollwichser! Verwarnung! Wie geht's schon wieder los hier? Das gibt ein. Wie heißt das bei dem Strike bei YouTube? Das war ein Strike! Warum bist du aus dem Schwein? Was willst du, was willst du? Was? Erstmal Spike, aufwerten. Ist mir erstmal egal, wir haben noch nicht genug Eisen drin. Ich habe zwar ein bisschen jetzt was da. Also hier sind 285 Roheisen, deshalb frage ich. Ansonsten würde ich die benutzen zum Aufwerten einzelner Blöcke. Nein. Gut, das wollte ich wissen. Nein, du wirst nichts mit auf Eisen aufwerten. Du willst also Cobblestone? Ich habe schon mal gefragt. Also ich habe keine Lust, wieder 27 Tage lang nur nach Eisen zu farmen. grabst und dann wieder was aufzuwerten mit Eisen. Das geht auch. Du bist traumatisiert. Du Alter, ich bin traumatisiert. Ich gehe wegen dir dreimal die Woche zum Psychiater. Wenn ihr. Und sonntags in die Kirche. Ja. Alle Info an alle. Ja. Wenn ihr beim Händler wart, macht die Händlertüren zu. Das ist kein Scherz. Ja. Nein, das ist wirklich kein Scherz, hat er recht. Ich bin jetzt gerade beim Händler vorbei, da standen die Türen offen. Oh, das ist nicht gut. Du meinst die Außentüren? War vielleicht mein Fault. Also Händler, Türen zumachen, sonst boykottiert er uns. Okay. Du bist ziemlich wählerisch, der Kerl, oder? Ja. Ja, super. Wooden Chairs, die hau ich mal als Brennstoff da ins Campfire. So, Proxel, ich komm grad zurück. Den Mais. Was zur Hölle? Ich hab grad einen Rucksack gelootet und das sind zwei Schrotflinten. Ja, an Waffe wirst du hier nicht. Das war meiner. Dann kann ich keine Angst haben brauchen. Das war meine Schrotze. Die hat Breuwolf mir vorher geklaut.
Zwei Items from planted crops, immerhin. Untere Kiste, Proxy, habe ich die 20. Ist noch genug Essen da? 16, was machen wir jetzt noch? Ich hoffe, es noch Tag, der meckert wo? Warum noch Ausdauer? Ah, da. Was haben wir denn? 105 Holz. Na gut, das ist jetzt nicht so viel. Ich bin bei 200 Holz. Okay. Oh, Holz geht. Stein habe ich Mangel. Stein bin ich bei 97. Stein bin ich bei 600. Wow. Da hast du ein paar. Ich glaube, ich muss auch mal mehr auf Farm gehen, anstatt in die Hütten reinzugehen, ne? Trotzdem hat er noch den niedrigsten Stand irgendwie. Hm? Ja, wie gesagt, ja, ich farm auch die ganze Zeit gerade nur Stein, dass wir ein bisschen was haben. Muss hin. Geile Mütze. Ja. Ja, die Santa-Mütze, ne? Ja. Es gibt auch einen Knüppel, so eine Art Zuckerstange als Knüppel. Ja, ich hab's als Messer. Achso, in der Tat ganz interessant, kurzfristig. Ich hasse es. Lack hier in der Kiste. Jetzt schon. Oh, da hat jemand einen Gang gegraben. Wer ist denn da schon am Buddeln? Ich hab nichts gemacht. Ach ja, Herr Mucki. Ich war's. Du warst das. Wie immer. Ach, wie immer. Brauchst du wieder ein paar Kochtipps? Ich fand eigentlich Karacho, ich weiß nicht, was er hatte, aber ich war's nicht. Okay, ich hab wieder zwei Punkte. Also ich bräuchte jetzt gleich mal Hilfe, weil ich komme jetzt nach Hause und ich habe Aldur, Selbstheilung wäre eine Idee. Selbstheilung? Haben wir noch hier was zu essen? Ja. Ja, zu Hause. Einmal Essen liegt noch da. So, hier ist noch Jucca. Weil ich habe nur noch maximal kann ich nicht. 20 an Stamina. Das ist das sehr ist wenig. Dann brauchst du ein paar Eier. Rusty, hast du schon Monmon. Die Dingsbums da oder so? Nein! Was? Aua. Ich bin bei dem medizinischen Skill, ja? Ja. Und da steht ganz unten self-medicated. Nee, Healing-Faktor ist wichtig. Ach, Healing-Faktor, genau. Meinst du. Ja, du hast Selbstheilung. Selbstheilung ist für mich irgendwas mit Self. Low Metallo. Wissen wäre vielleicht auch noch was. Da habe ich einen drin. Das ist schon mal gut. Okay, Healing-Faktor. Aber, so, das ist der Pain-Toleranz. Zweimal schwarzer Kater, ja. Auch noch einen schönen Abend. Danke dir. Übrigens lustige Videos. Also, ich habe mich zwar da nicht mehr gerührt, war ein bisschen Stress Weihnachten, aber hat ja gefruchtet. Alles super. So, ja, habe ich doch gesagt, Babyschlumpfine 5er Schrotze. Da ist noch Öl. Und natürlich auch. Entschuldigung, Arne, ich hatte keine Pfeile angewählt. Das ist das Streamer-Glück. War mein Fehler. Das ist das Streamer-Glück. Foxy, geh mal raus aus die Kiste. Bin schon. Danke. So, ich bin gerade schockiert von mir selber, wie konzentriert ich gerade spiele. Oder war das? Schockiert, oder? Ich habe jetzt gerade ein Bacon-Egg aus dem. Okay, dann lass dir wieder gehen, so einigermaßen. Arne, kannst du deinen Rucksack holen oder soll ich es rüberbringen? Nee, ich komm. 81. Ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich das letzte Mal Seven Days to Die konzentriert gespielt habe. Okay, dann wird ja mal Zeit. Ja, jetzt ist es soweit. Okay. Ja? Was gibt's pass auf, hier? Es geht gleich los, ne? Da geht die Kurve steil nach oben. Okay. Ich bin auch bei deinem Rucksack, kannst kommen. Game Stage 125. Ja, natürlich. So habe ich so viel Game Stage. What the heck? Oh. Links von dir sind Spikes. Schöne Melodie. Sehr, sehr komisch. Dann sollten wir mal heimwärts. Also ich sag mal so, es wäre nicht schlecht, wenn wir das Haus irgendwie absichern können am nächsten Tag. Da bin ich hier gemacht. Oder wie auch immer. Die Hauptarbeit beim Best-of-Stück war ja bei dir. Hast du schon was geholt dafür? Wir bräuchten auf jeden Fall Holz. Hast du schon geholt? Also ich habe jetzt alle Löcher unten, die Fenster mit Cobblestone. Die Löcher sind meistens unten. Das ist gut. Die sind alle dicht jetzt. Okay. Rechnen sie nur noch durch die 98% des... Oh, was ist das denn jetzt? Gemäuerst durch. Ja, immerhin 2%. Immerhin, dann haben wir doch schon was geschafft, genau. Also, was war jetzt eben, da waren wir Richtung Osten, ne? Habt ihr denn noch Essen oder sowas, was denn ist, dass ich die Nacht über versuchen kann, ein paar Ressourcensteine zu hauen? Essen nur Eier. Habt ihr aus dem Campfire schon die Bacon Eggs raus?
Also ich habe einmal Nein. schon raus, ich glaube ein einziges ist noch für Beowulf, weil Beowulf bloß noch zwei hat, sagte er. Bringt mal alle. Ich habe mir eins aus dem Feuer genommen. Leere okay. Gläser bitte, alle in die Kiste bitte. Habe ich schon reingelegt. Ne, ich bring noch Essen mit für die Kiste Augenblick. Oh, ich muss schon wieder trinken, das ist echt krass. Hat jemand dieses charismatischen Blabla geskillt? Kann das sein? Ja, bestimmt. Der Camp, in Barter? Ne. Nee, weil ich habe ständig hier einen Perk Charismatic Nature. Ja, der charismatische Captain ist das, oder? Ach so. Ja, charismatische Captain, ne? Charismatische ja. Captain. Was machen Sie denn in der Kiste? So, warte mal. Also ich hab die Weihnachtsmannmütze, also die rote Mütze in der Kiste getan, wenn eine bestimmte Person eine rote Mütze tragen möchte. Oh, in welche Kiste? In welche? Gar keine nee. Anspielung auf bestimmte Person. Ich hätte gerne wieder das, ne? Ich meine, ist nur blöd, die Weihnachtsmannmütze ist halt gut gegen Kälte, aber bei Wärme hilft sie nicht so viel. Das war das Koks, oder was war das jetzt? Terror. Was ist das denn? Früher konnte man ja sagen, das ist eine A4 beim Start. Rusty, wir spielen Die Hardcore. Das heißt, hier wurden nochmal die XML, weil die neue Version sowieso schon zu leicht ist, die Version nochmal ein bisschen verändert, damit wir es auch ein bisschen ja, hier Schild machen können. Anspruchsvoller. Einschlafen. Ich bin mal kurz AFK. Ohne NPC. Das heißt, hier wurden die XML so verändert, dass zum Beispiel schon am ersten Tag in fast jedem Haus bis jetzt ein Feraler war, was eigentlich normal nicht ist. Was? Was? Das ja, ist normal. Nicht normal. Vollkommen normal. Oh. Ja, das sind dann hier so kleine Axt auf dem Boden. Der ist AFK. Ah, da liegt eine Axt auf dem Boden. Hier haben wir noch vier Gläser, da können wir noch Dings Schnee reinmachen, ja. Hm. Bin ich gerade dabei, einfach in die Kiste bitte packen. In die Essenskiste, denke ich mal, ne? Mhm, genau. In der unteren Kiste mich jetzt gesehen oder nicht? Ja. In der unteren Kiste liegen Verbände für alle. Überleben, Rusty. Ja. Wir wollen 7 Tage überleben. Okay. Da haben die Horde dann machen und danach immer noch überlebt haben. Zu 90% sterben wir sowieso alle vorher. Wir könnten es doch eigentlich erhöhen auf 14 Tage, oder? Ja klar, logisch, wir können es jetzt doch gleich wir brauchen jetzt, wo wir so viel wissen, wird das doch gar du, nicht so du willst ja, jetzt, das nicht erhöhen auf 14 Tage. Wir können uns auch selber ins Knie schießen, tut auch weh. Ja, und vor allen Dingen können wir alle jetzt erstmal anfangen, Leben zu sammeln, damit Proxy Steine von Wookie wegnehmen kann und dann Cobblestone machen. Beton. Hat jemand Forged Iron für mich? Nö. Nee, nur das, was noch hier nicht, in der Hauptkiste ist. Wir brauchen noch ein bisschen Leben für die beim Händler, die Forge. Ich habe da schon ein bisschen was reingeschmissen. Also im Bauhaus war ich noch nicht. Aber das muss ich mir dann sonst auch also noch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stadt. Will keiner den Compound Bohr haben? Doch, ich will. Nee, nicht wirklich. Also brauchen wir das Leben oder was? Ein bisschen Leben bräuchte ich auf jeden Fall für. Compound vor untere Kiste von den Rollen. Dann gehe ich nachher, wenn Tagesleben farmen. Das geht. Rüssiteil rein, Brause. Ja, Rüssiteil, was ist Rüssiteil? Rüssiteil. Hä? Das hier? Oder? Was für ein Teil? Rüstungsteil. Du kannst, ich habe so ein Rüstungsteil bei mir in der Dingsabung dazu stecken. Ja, in den Centerhead ging es auch rein, aber in den mal eine Frage auf die Karte werfen. War in den Nord, in den zwei Häusern schon jemand? In den Häusern kannst du doch gerne reingehen. Was? In den Häusern kannst du doch gerne reingehen, sag ich. Also da war noch keiner drin. Da ist auf jeden Fall noch hier noch Action, ich glaube nicht, dass wir das schon gefarmt hatten. Wir waren eben in welchen drin, ich weiß nicht mehr in welchen. Ich hab's versucht im Norden, ich war alleine und ich kam da, das war. Ich kann mein Haus nicht rein. Okay. Ja, du musst sie halt rauslocken, ja? Sonst wird schwierig. Ja, schau dir meine Kills an. Ah. Weißt du, was ich gemacht habe? Das gucken wir uns an, Wolf. Das gucken wir uns. Alter, wie bist du eine anziehende Persönlichkeit, Wolf? Alter, wie der Wolf abgeht. Leck mich an. Haben wir schon eine Waffenkiste oder so? Schick. Schick, ne? Ja, schön. Ich hoffe, du hast im Livestream auch deine Mütze auf. Eine Waffe. Eine Waffelkiste haben wir. Wir gehen ja alle immer zu zweit. Nee. So, ich war alleine. Waffenkiste, die untere der drei. Wir gehen nicht zu zweit, wir gehen mindestens zu dritt. Was? Norden? Was mit Norden? Häuser looten.
Das ist gerade schlecht bei mir, weil ich habe immer noch eine scheiß Lebensmittelvergiftung, die gerade abklingt erst. Ja, wie ist es denn? Das ist nur 50. Ich dachte, ja, aber ich bin gerade bei 41 Ausdauer und solange ich die Lebensmittelvergiftung habe, geht das 20. Rapide bergab. Ja, das dauert nur 5 Minuten, glaube ich, oder 10 oder so. Jetzt habe ich 51, jetzt habe ich wieder 41. Ich habe mal 350 Steine in die oberste Kiste rein. Das ist schon wer cool. Okay. Wieso hast du Lebensmittelvergiftung? Hast du nicht dein Dings da, Bumster? Den Dingsterbumster? Nein, Dingsterbumster Skill habe ich nicht. Braucht von euch da jemand Federn? Den Skill habe ich nicht. Ach ja, Frage ist, wer von euch geht denn auf totale Steinsuche? Ich bin gerade dabei. Ich hab da immer noch so eine Eisenspitzhacke im Inventar. Toll. So eine Vierer. Wie nobel. Die hält ein bisschen aus und dadurch, dass wir schon ein bisschen was haben, wir brauchen auf jeden Fall bloß ein bisschen nehmen. Ich bin aber gerade unterwegs, das zu besorgen. Also ihr müsst mir nur sagen, wer die braucht, dann kriegt er die gerne. Ich hab eine, ich müsste nur reparieren. Ja, der nimmt die Vierer. Wie gesagt, sobald der Händler wieder offen macht, lasse ich ein Metall rausgehen. Genau. Wir haben Besuch. Ich hab die Vierer mal in den Aktenschrank getan. Das Schöne ist jetzt, dass wir alle sehen, welchen Game Stage wir haben. Ja. Leute, bin ich doof. Hallo, ist Besuch? Ja. Ich hab keinen Kuchen da. Sag, ich bin mal gespannt, doof, wo wir enden. Wer hat Besuch? Ich hab ja einen schönen. Ich bin doof, hab ich gesagt. Wer ist doof? Warum bist du doof? Oh, da unten. Oh, Aldo, das sieht ja schön aus. Ach Gott. Ja. Okay. Arne, du machst Essen, oder? Wenn ihr nach unten ins Haus geht, müsst ihr auch. Ne? Ja, ja, ja. Wir sind gerade mitten. Oh, du skillst auf Essen, oder? Ich wollte auch mal. Mitten in der Luft, wenn du überlastet bist, wird es umso schwieriger. Okay, bitte nochmal. Wir müssen du skillst auf Essen, machen, oder? Damit wir nicht hüpfen müssen, weil hüpfen kostet Unmengen Ausdauer. Wir müssten da eigentlich zwei Hedges hinbatschen, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, dass die zwei halten. Okay. Aber ich könnte eine hinmachen. Ja, ich glaube, Arn war das gewesen, der auch Essen geskillt hatte, ja. Wieso, okay, was dann braucht ihr? Mache ich was anderes, deswegen. Nicht, dass wir alle dasselbe machen. Ich habe, wie gesagt, jetzt Intelligenz 4 und habe dabei dann die Dingserbumser. Wie heißt das denn nun schon wieder? Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Die Verbände gemacht hier, die Heilverbände. Also das heißt, sobald wir... Moxie, du bist blau, weißt du das? Genau, ja, blau, kann klar, ich noch machen. Kommst du nicht rein? Sieht ungesund aus. Das sagst du. Warte, du so kommst du nicht rein. Wieder ein bisschen an. Ich kann auch eine Tür setzen, das ist aber schwierig. Da können sie durch den Rahmen. Aldo mit seiner Weihnachtsmannmütze und so. Das ist echt einfach mal die Eier. Mit seiner Süßigkeitenstange in der Hand. Okay. Du kommst denn nicht raus? Also, wenn ihr jetzt im Haus nach unten geht, pass auf, in der Ecke ist ein ganz tiefes Loch. Okay. Da nicht reinfallen. Nö, Ecke hat das aus dieser Ecke! Blub, bum, 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 bum. Und man hört ihn nicht mehr schreien. Suchen, weil das Haus hat rutscht mal ein Stück zurück, genau. Mein Haus, das hat vier Ecken. Vier Ecken hat mein Haus. Ein Haus hat vier Ecken. Und die Eisenspitzhacke ist hier immer noch drin. Hm? Die Eisenspitzhacke ist da immer noch drin. Keine Angst. Nur zur Info, Leute. Straße vom Basement her zu niedrig. Wir müssen aufbocken. Was müssen wir? Ich bock bestimmt nicht irgendwo auf. Ja, ansonsten haben wir das gleiche Problem, wie wir schon mal hatten. Nämlich, dann ist, du musst rechnen, dass die Zombies drei Blöcke hoch können. Hier. Drei, ne? Fünf mit Spikes. Fünf? Das heißt, die hüpfen uns hier direkt auf den Balkon, wenn wir Pech haben. Ja. Du sagst, ach so, du meinst höher. Aufstocken. Bei aufstocken, genau. Da muss ich erst mit Michi verhandeln. Vier Wagen, lieber an jeder Ecke vom Haus. Nochmal? Wieder da. Bam, badum, bam, bam. Ich habe gerade mit Niki gesprochen, sie meinte am Arsch wird aufgebrochen. Okay. Okay. Ich habe ja auch nicht Aldo gesagt, Aldo. Nein, du ja hast gesagt aufbocken. Ja, aufbocken, besteigen. Warte. Ich hatte bis gerade eben. Du willst dich nicht mit Zent anlegen. Fetisch, der hat sich erledigt. Mach dir da. Warte, was, bleib mal so stehen, Fetisch? Ich muss einen Screenshot machen, den musst du dir später anschauen. Okay. Ho, 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 ho. Das sieht voll gruselig aus. Die Weihnachts-Nicoletta.
so wie du gerade gestanden hast, mit dem Zuckerstock, hat dein Charakter übel böse reingeguckt. Ja, sollte es auch. Proxy, ich hatte bis eben gerade einen Asiatenfetisch, aber das fing ja schon gestern Nacht an, oder heute Nacht. Man macht ein Follow, man wird ausgelacht. Scheiße. Was war das denn jetzt für eine Kacke? Okay. Hättest du jetzt Asiatinnenfetisch gesagt, hätte ich es verstanden, aber naja. Das ist so. Lass mich mal raus aus dem Haus. Das sieht so geil aus. Das ist gefährlich hier. Ah, nee, gar nichts drin. Ja. Ist doch irgendwas fertig gekocht oder hast du irgendwas im Inventar? Soll ich grade, zuschlagen? Ich mache gerade 21. Soll ich zustechen? Soll ich zustechen? Sag klar, okay. Der Ayoli, du hast das Haum. Du hast das Holz geschlagen. Was kann das Holz dafür? Ha? Willst du jetzt hier? Das Holz ist gestorben? Das Holz ist gestorben. Hä? Muck. Ja, hier. Küche. Schau dir meinen dicken Hintern an. da kann ich ein bisschen was rausschneiden, wenn du willst. Leck mich. Nee, lieber nicht. Ja, dann haben wir was zu essen, ey. Komm, ja. Mach mal. Warte, wo ist. Da. Da. Okay. Irgendjemand noch was zu essen? Ich hab einen Schweinehunger. Er wollte, dass ich ihm was rausschneide. Okay. Das hat die Zombie-Tante gehört. Ja, irgendwo. Pause, bist du wieder geheilt? Unten schlägt sich jemand rein. Ich sehe nicht allzu viel. Wo denn? Westseite. Wir brauchen unten nicht. Westseite? Ja. Westseite da vom unten. Haus. Pass auf, sie kommt hoch, die kommt die Treppe hoch. Ja. Kommt hoch, die Treppe. Jetzt habe ich schon wieder Erhitzung. Ich bin überhitzt, verdammt. Das gibt's doch nicht. Hoppala. Scheiße. Okay, sie rennt nicht mehr. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gib mir meinen Pfeil wieder. Haha. Mein Pfeil. Gib mir meinen Pfeil zurück. Du brauchst so. Meinen Pfeil nicht. Super gesprungen. Ich wollte mal in die Richtung gehen, dass ich hier mit dem Händler mich ein bisschen auseinandersetze. Gesundheit. Zum Wohl. 7 Days, ich komm aus dir. Weil wir ja kein Fleisch finden, versuche ich dann über den Händler das zu bekommen, das Essen. Und wenn du da auf diesen Barter gehst, kannst du das ja besser kaufen und besser verkaufen. Ja. Ich gehe mal im Schneebiom nach Fleisch suchen. Okay. Ich bin auch auf Fleisch. Ich kann nicht mehr nach Norden gehen. Okay, warte mal. Ich komm mit. Wir haben 20 Leder, beziehungsweise die Bürostühle geben 6 Leder, wenn ihr die scrappt und das 20 Leder könnt ihr euch einen Poncho machen. Also ich würde nämlich gern ein bisschen Holz schlagen, ja. Was haben wir für ein Poncho? Yep. Was hast du gesagt jetzt? Wir haben 28 Leder, also ein Poncho könnten wir schon locker machen, wegen der, um der Hitze ein bisschen entgegenzuwirken. Ich mach den mal, sonst bin ich gleich ganz im Arsch. Sonst kann ich nämlich im Haus drin bleiben, das ist nicht so mein Ding. Baldo, du bist hinter mir, ne? Ja. Ich gehe mal hier auf Süd-Südwest auf den Berg hoch und gucke, ob ich irgendein Viech hüpfen sehe. Okay. Also wir sollten vielleicht für die Hardcore-Sessions sollten wir vielleicht die Hungerrate ein bisschen runtersetzen, weil sonst sind wir echt nur noch am Futter suchen. Naja, deswegen haben wir das Futter eigentlich erhöht. Ja, also, ja, aber bei 7 Leuten Liter, ist das halt echt heftig. Deswegen Testphase. Dadurch, dass man jetzt 5 Fleisch braucht, ja klar, man kriegt auch mehr raus, aber das ist schon heftig bei 7 Leuten. Also der Original-Tier-Spawn ist halt immer noch ein Tier alle 7 Tage. Juhu. Ja, und das ist allein für Multiplayer schon wenig. Das haben wir für uns das auch schon wieder erhöht. Plus den Tier-Spawn über den Server habe ich erhöht. Okay. Der steht ja auf 50 und ich habe ihn auf 70 nochmal angehebt. Soll ich jetzt leben? Jo. Ja, kannst du machen. Und dann bitte was wir hier haben. Nein. Der aber hier noch nichts rumhüpfen, leider. Ja, das ist hier in diesem. Das ist echt. Wir haben noch 20 Eier hier in der Kiste. Ja, aber wir haben keine Gläser. Das wäre irgendwie. Hast du doch gesagt, bei deinem Händler hast dann du. Dann schau mir doch. Mann, ja, wir haben eine Forge da. Ja, dann sag ich doch gerade, dann kann doch jetzt eben Captain Carajo mit Sand und ein bisschen Lehm schon mal Gläser machen. Geben. Genau. Das ist kein Problem. Ich hab bloß noch kein Lehm. Dam, dam, dam. War das Eichhörnchen? Eichhörnchen.
Oder war das so ein Eichhörnchen oder irgend so ein, wie sich umdreht mit so einem komischen Blick und dann. Ah, das war Hasi. Eichhörnchen. Also hier in der Kiste sehe ich. Oder ein Frettchen? 800 Sand und das gibt auf jeden Fall 16 Leben. Jo, mei, da ist jemand gestorben. Hier ist ein Poi, wer will den räumen? Diese Geier, diese Geier gehen mir so auf die. Eier? Ja, mir auch. Ich war gerade im Schneebiom. Da gibt's keine Geier. Doch, die gibt's überall. Geier im Biom. Hallo? Ich hatte gerade 4 Geier am Arsch. Ja, das kommt vor. Ja, die gibt's jetzt wirklich überall in das, einem Biom. Das ist nur, weil ich dir ein Stück rausgeschnitten habe und die das noch gerochen haben. Ah, ist das nervig. Quatsch. Oh, hier war schon jemand. Aldo, hier im Nordwesten mal in das Haus rein, gucken, ob da was in der Küche ist. Wenn du mich den Baum noch zu Ende machen lässt. Ja, ja, klar. Mach hier den Stein so lang. Gib doch jetzt also, irgendwie noch wieder einen kleinen Bonus, wenn der. Also Konserven fällt, würde ich jetzt in Häusern suchen, weil Konserven haben ja auch immer noch einen Negativ-Bonus und ich würde eigentlich schon fast wirklich auf Tiere gehen. Ja. Ja. Häuser würde ich echt nur gehen, wenn ich weiß, ich brauche Loot. Also Tiere ist jetzt nicht so meine Fantasie, aber im Notfall. Der Hammer, wie viel Pfeile diese Schnee so. Also, wenn du es ganz sicher haben magst, dann geh auf Snowberries. Oh, die haben mittlerweile 1% Food Poisoning. Okay, haben sie auch gerne. Kann man für die Not, aber hält nicht lange. Wart mal ab, ja, dass wir noch alles ändern. Ist der wenigste Wert momentan. Da brauchst du viele Snowberries. Ich habe jetzt schon wieder 20.000 Ideen. Okay. Alleine heute Abend gesammelt. Kotzender Hasen. Ja, ne? Das ist, eigentlich ist das eine ganz einfache Sache, weil wenn ihr redet, habe ich dann so Bruchstücke, die ich dann plötzlich zu einer Idee umforme. Weil wir einfach richtig geile Ideen eigentlich letztendlich haben, bloß uns keiner zuhört. Ja, eigentlich wollt ihr die Ideen einfach nicht im Spiel haben, weil es dann noch härter wird und. Ja. Hallo? Jemand zu Hause? Wir setzen sie dann um. Oh ja, jemand zu Hause. Weil ich wette, ich höre Proxy nach dieser Session wieder sagen, es war zu leicht. Ja, nee, ist klar. Du hörst schon Stimmen. Stimmt, da sagt mir immer so ein Proximus, es ist zu leicht. In die Eier. Bin ich jetzt eigentlich der Engelchen oder der Teufelchen auf der Schulter? Auch bei mir? Bei mir beides. Für Die Hardcore. Jawohl, ich hab eine Magnet gefunden. Ich liebe diese Dinger. Ich hatte auch irgendwo bei mir eine Kiste zu Hause, oben waren auch Dingser gewesen. Schuss dafür. Tag, Mr. Bauarbeiter. What do you want from me? I have nothing. Boah, guck mal, Brause spielt jetzt auch gleich 7 Days. Wollen wir den mal einladen? Könnten wir. Also bei mir jetzt wurde auch jetzt den Zeckenzeit rot. Das ist lächerlich. So, ist gut jetzt. Okay. Ja, ich bin hier in deinem Haus. Kennst du den Aski für rot? Nein. Der ist tot? Für rot, den Aski tot für rot. Nein. Oben scheinen noch welche zu sein. Ich weiß nicht, Bräuber, irgendwie musst du irgendwas machen, was sich ganz viel Zeit haben lässt. Ja, hier unten ist noch dabei. Hier oben liegt was Grünes. Okay, gehen wir mal kurz raus und holen sie da vor den Füßen. Na. Ach, die fressen viel zu viel. Was meinst du gerade, Cap? Ist aber irgendwie scheinst du irgendwas grün zu machen, leuchten. Nicht oh, wirklich shit. Voll aus. Der kommt raus, der kommt raus. Jetzt schon grün leuchten, ernsthaft? Ja. Bräuber, ist raus. Passiert? Oh Mann. Nicht? Da komme ich in meinen 12 Pfeilen wohl nicht weit, oder? Nee, glaube ich nicht. Da können sie jetzt. Ja, wow! Genau. Hä? Ja, ja. Die hat mich gekriegt. Was? Und noch ein Feral laufender. Das war eine gemeinsame Entscheidung, Wolf. Wir mussten. wir mussten einfach mal einhalten. Also egal wer hier läuft, bitte helfen. Inventar, ich glaube, das ist Ahn. Oder nee, das ist. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn Lila? Ich weiß nicht, wer Lila ist. Muss man gerade ins Warme, ich über. Ja.
Der Rat? Kann man mit in die Wüste, Alter? Nein! 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 Also Aldo wird, glaube ich, gerade nicht mitkommen. Ich weiß nicht, nee, warum der Ferale plötzlich auf mich gegangen ist. Oh, grüner Spucker. Ja, ein grüner, ja. Also um die Spielzeit ist jetzt irgendwie zu früh. Für oh mein Gott, ich hat bin er nicht weg. Tschüss. Ich bin auch weg. Ja. Warum seid ihr weg? Das gebe ich mir nicht. Ich dachte, nee, danke. Ich dachte, nein, ich bin weg. Nein, nein. Ja, ja. Hund! Hund! Warum? Warum habe ich einen Hund? Ja, du, ganz ehrlich, lieber einen Hund als das, wow, was wir da eben dann. Ja, ich habe es gesehen und ich hab nur zweimal drauf geschossen und habe mir gedacht, nein, ihr seid nicht mehr zu retten. Können wir jetzt am Tag 3 schwimmen, keine Häuser mehr rein, ne? So aus. Das heißt, eigentlich müssen wir an Tag 1 die ganzen Häuser durchnehmen und dann. ja. Also der grün leuchtende hat mich jetzt auch gerade überrascht. Ich hab dir gesagt, da oben liegt was Grünes. Was im Gürtel? Ja. Ich wollte leise raus. Ach, der ist immer noch da. Das gibt sich, ich bin schon wieder hungrig. Was soll denn der Mist? Wer schießt denn da mit der Schrotze? Das ist der Essenssimulator 3000. Nein, ich muss einfach jetzt vorsichtiger umgehen. Ah, du kannst nicht mehr diese 5 Kilometer weit. Also ich denke mal, das war das Grüne, was ich gemeint habe, ne? Ja, genau. Komm mal zu mir, bitte. Ihr müsst ja auch den Rucksack irgendwie wiederholen. Ja. Wo? Ja, komm. Auf der Karte. Ich habe hier einen Bär vor mir, aber alleine schaffe ich den nicht. Warte, ich muss nur kurz meinen Rucksack einsammeln, dann komme ich. Ich bin auf dem Weg an. Ja, kommt ruhig her, je mehr, umso besser. Der Berg gibt wirklich. Aber da müssen wir mindestens zu dritt oder zu viert sein. Die Gegenrichtung kann ich nicht sehen. Wo seid ihr denn? Bist du bei mir im Leben? Norden. Oh. Norden ist übrigens grünes Bier, nicht so irgendwo. Oh, ich bin jetzt arschkalt. Captain, ich bin genau auf der anderen Seite der. Das ist meins warme Gehen. Ach, wollten wir nicht das Haus weitermachen? Wer ist denn braun? Nee. Nicht? Wo ist der Bär? Das ist lieber Bären suchen. Das ist der Grund, warum Stingerball ist entstanden. Ich habe, hat irgendjemand gesagt, den Bär schaffe ich nicht alleine. Wo ist der Bär? Der ist bei mir, bei Arn. So, Arn. Also bei Arn. Ich hab mich verguckt. Ich hab irgendwie eine Zahl zu viel. Ach, da unten. Ich hab irgendwie gerade bei Captain geguckt. Sorry, Arn. Das ist aber ziemlich weit unten. Blöd, dass die Zahlen so grau sind. Schon wieder ein Hund. Ich will zum Bär. Schon wieder ein Hund. Ich hätte gedacht, dass du beim Haus bist. Ich weiß aber nicht, ob ich dir eine große Hilfe bin. Ich hab fast keine Stamina mehr. Ich auch nicht. Hund, aber geht mir ähnlich. Lebt er noch? Nee. Leben, Hund, also Alter. Leben müssen wir ihn. Alter. Aber wir können Aggro-Pickern spielen. Hast du ein Messer dabei? Ja, ich hab ein Messer. Könnte ich wieder an eine Party einladen werden? Achso, ja. Das ist ja ein Zombie-Hund. Ist egal, mach. Ja, da gibt's doch nichts zu essen. Einladung ist raus. Busch, du. Ach ja, Mensch, du mit der. Oh, Bär. Lass uns einen großen bist Stein. Bist du schon der Bär? Pommelschuh? Nee, da kommt dann mach es bitte. Jetzt koch mal das nachher. Mach es bitte jetzt sofort. Pommelschuh ist genauso gut wie Stu. Pommelschuh dauert man braucht kein Fleisch dafür. Ja, und steht Zombie vor dir? Sollen wir schießen? Ja, können wir. Aus Karache kannst ich du nicht. Ich hab nur noch 3 mit der. Ich hätte jetzt gerne eine Faxe. Ich brauche sie, legt mich schon wieder auf mit dem viele Schneezombies. Ja. Augen zu und durch. Ja, also aber seitlich. Hätte ich gesagt. Ich will mit zum Bären. Nur mein Teddybär. Ich muss mal noch hinkommen, bevor es zu spät ist. Ist down. Ja. Down. Und rechts ist noch ein Zombie. Nee, da war ich noch nicht. Okay. Ich würde mal dafür sprechen, Richtung Feuerwolf zu gehen. Wieso riechst du da Cobblestone? Nee, der ist also oh, noch kann man besser Holz hacken. Und dann nimm mal das noch. Da brauchen wir ja eigentlich auch. Ne? Und dann ab nach Hause, ich begleite dich nach Hause. Ja, es dauert ein bisschen. Ich ja, wir sind auch da, wir sind jetzt auch da. Wir sind zu viert. Wir sind zu viert. Der Bär ist tot. Ihr seid zu spät. Naja, wir können jetzt noch Geleitschutz geben. Achso, genau. Ja. Weil da kommen ein paar Schneezombies. Ja, ich
Ich versuch die mal zu ignorieren, versucht ihr sie mir vom Leib zu halten. Okay. Unbedingt Kleidung. Die Eier gehen mir auch langsam aus. Mucki, wir beiden machen die hintere Front. Ja. Ja, hi, Tomahawk, grüß dich. Ich nehme noch Nester mit, soweit es geht und Kram. Ist eine gute Idee natürlich, aber wir müssen hier 7 Meiler durchstopfen. Ich habe 9 Fleisch. Und mit Kohle wird es hier nicht sonderlich viel bringen, mit Kohlefleisch. Nein, wir brauchen richtiges. Wir brauchen eine Hoe. Das ist sehr wichtig. Das wir brauchen was? Wir nicht. Du brauchst eine Hoe. Ja, die braucht er. Ohne Garten gibt's nichts. Dann fängt das Jahr schlecht an, wenn er keine Gartenarbeit machen kann. Wenn er keine Ruhe hat. Ja, aber so, wenn die Aber pass auf, dass er ruhig ist, werde ich jetzt Kabelstone holen gehen. Ist mir scheißegal, ob ich jemand drauf Roxy fühlt sich ohne seine Ho unwohl. Ich habe von Kabelstone nichts gesagt.